Willkommen bei diesem Beispielvideo zu den Regeln des Differenzierens, dem eine eulersche Funktion zugrunde liegt. Wir haben es zu tun mit der Funktion f von x gleich 3 mal e hoch x über der Menge der reellen Zahlen. Die nachstehenden Aussagen beziehen sich auf Eigenschaften der Funktion f bzw. deren Ableitungsfunktion f'. Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Aussagen an. Antwortformat 2 aus 5. Bevor wir uns aber den Aussagen zuwenden, sehen wir uns die Funktion f von x ist 3 mal e hoch x an, die ich für euch gezeichnet habe. Im Vergleich zur Funktion f von x gleich e hoch x ist sie mit dem Faktor 3 entlang der y-Achse gestreckt und geht damit durch den Punkt 0, 3. Nun zu den Aussagen. Erstens, es gibt eine Stelle x aus R mit f' von x gleich 2. Um diese Aussage zu verifizieren, müssen wir uns einmal die Ableitungsfunktion bilden, f' von x. 3 ist ein konstanter Faktor, bleibt beim Ableiten erhalten und die Funktion f von x gleich e hoch x ist die einzige, wo Ableitungsfunktion ident ist mit der Ursprungsfunktion. Das heißt, auch hier habe ich 3 mal e hoch x und ich sehe, f von x ist gleich wie f' von x. Um zu überprüfen, ob an irgendwo die Steigung der Funktion den Wert 2 annimmt, setzen wir einfach die Funktion f' von x gleich 2. Wir erhalten die Gleichung 3 mal e hoch x ist gleich 2. Wir führen eine Äquivalenzumformung durch, dividieren durch 3. E hoch x ist somit 2 Drittel. Logarithmieren und erhalten x ist der ln von 2 Drittel. Technologie liefert uns den Wert minus 0,41. Das heißt, bereits an der Stelle minus 0,41, bevor der Graph die y-Achse kreuzt, hat die Steigung den Wert 2 angenommen. Damit ist die erste Aussage richtig. Wir können sie ankreuzen. Zweitens, für alle x aus R gilt, f' von x ist größer als f' von x plus 1. Das ist dann der Fall, wenn die Steigung abnimmt. Wenn also die Steigung der um 1 vermehrten Stelle kleiner ist als die Steigung an einer Stelle x. Das ist für jeden Graphen der Fall, der nach rechts gekrümmt ist. Da aber unsere Funktion nach links gekrümmt ist, wir sehen, die Steigung nimmt mit jedem Argument zu, können wir die zweite Aussage als richtig ausschließen. Dritte Aussage. Für alle x aus R gilt, f' von x ist 3 mal f von x. Das kann nicht sein, weil wir ja festgestellt haben, dass die Ableitungsfunktion dieser Funktion ident ist mit der ursprünglichen Funktion. Wir kommen zur vierten Aussage. Es gibt eine Stelle x aus R mit f' von x gleich 0. Wann ist die Steigung an einer Stelle x gleich 0? Wenn es sich um eine Extremstelle handelt oder aber wenn es sich um eine Sattelstelle handelt. Eine Exponentialfunktion hat aber weder eine Extremstelle noch eine Sattelstelle. Damit ist die Aussage 4 in keinem Fall richtig. Und die letzte Aussage besagt, für alle x aus R gilt, f' von x ist größer oder gleich 0. Wenn wir uns den Graphen ansehen und auch wissen, dass diese Funktion f von x ist 3 mal e hoch x in jedem Fall immer streng monoton steigend ist, ist natürlich auch die Tangentensteigung immer größer 0. Und damit ist sie auch größer gleich 0 und die letzte Aussage f' von x größer gleich 0 ist die zweite korrekte Aussage dieses Beispiels. Und das Beispiel ist auch schon wieder gelöst.